In Tansania leben ungezählte Waisenkinder. Fast 150 von ihnen haben in den Kinderdörfern der Hilfsorganisation Aktion für verfolgte Christen und Notleidende, kurz AVC, ein liebevolles Zuhause gefunden. Sie werden in Familiengruppen betreut, so lernen sie ein richtiges Familienleben kennen und bauen entsprechende soziale Kompetenzen auf. Deborah Drotlev arbeitet als Sozialarbeiterin in einem dieser Kinderdörfer. Als Corona im März dann auch in Tansania ausgebrochen ist, war die Bevölkerung anfangs sehr verängstigt, sagt Rotlev. Doch der Glaube konnte helfen. Was aber richtig cool war, finde ich von meiner Seite, und was uns auch sehr, wo wir sehr anders gewesen sind als andere Länder, unser Präsident, der John Magufuli, der hat dann übers tansanische Radio und Fernsehen bekannt gegeben, wir werden 3 Tage Gebet haben, das ganze Land, wo auch immer ihr seid, Freitag, Samstag, Sonntag, jeder betet. Wir können nicht gegen Corona ankämpfen. Auch die Kinder und Mitarbeiter der Kinderdörfer haben den Aufruf des Präsidenten ernst genommen und gemeinsam gebetet. Es war ganz intensiv, aber auch ganz toll. Da war so eine Gegenwart Gottes auch dabei. Ich hatte die Kleinen und die anderen hatten die Großen und wir haben echt mehrere Stunden im Gebet vor Gott verbracht, auch für China und die anderen Länder zu beten. Und ja, das war Freitag, das war der Tag, an dem wir auch gefastet haben. Dann Samstag, Sonntag haben wir uns noch getroffen für ein paar Stunden zum Gebet und es ist dann so ein Dynamo entstanden unter den Jugendlichen auch und Kindern, dass wir gesagt haben, ey, das ist toll, das machen wir jetzt weiter jeden Abend, weil wir hatten ja, wir wussten nicht, wie lang frei, keine Schule mehr. So lasst uns jetzt jeden Abend uns für eine halbe Stunde, 40 Minuten treffen zum Gebet. Neben Gebeten wurde die Bevölkerung außerdem dazu aufgefordert, Wassereimer und Seife für jeden Haushalt zu besorgen. Und das hatte einen positiven Effekt für die Waisenkinder. Wir haben weniger Erkältungskrankheiten gehabt und ich glaube, die Kinder haben auch weniger Würmer bekommen dieses Jahr. Einen weiteren positiven Effekt hatte Corona für die Landwirtschaft. Was uns auch so ein bisschen, die Corona-Zeit hat uns auch so ein bisschen so einen Trigger gegeben, mit mehr in Landwirtschaft zu investieren. Weil wir gesagt haben, wir wissen nicht, wie das Ganze enden wird. Wenn das in Deutschland noch so weitergeht, das beeinflusst natürlich auch die Wirtschaft. Und jetzt haben wir richtig viel Bohnen und Mais angepflanzt und ich denke, wir werden eine richtig gute Ernte kriegen. Nach der ersten weltweiten Corona-Welle, von der Tansania zum Großteil verschont blieb, hat der Präsident weitere Gebetstage angeordnet. Dieses Mal allerdings, um Gott zu danken. Und da haben wir uns wieder getroffen, Freitag, Samstag, Sonntag, und haben ihn nur gedankt für seine Gnade, für all seine Hilfe in der Zeit. Und für mich ist es ein Wunder. Nun steht auch in den Kinderdörfern das Weihnachtsfest bevor. An diesen Tagen gibt es neben Spielenachmittagen auch immer ein besonderes Essen mit dem Namen Pilau. Ein Reisgericht mit ganz viel Fleisch und Gemüse.